Und welcome back, meine Lieben, zum ersten Match des heutigen Abends. Der Alucard gegen den Nomarino auf der Bridgehead Season 5 Map. Als Challenge, als Team-Challenge würde ich mal behaupten. Warum Team-Challenge? Weil beide bei uns im Team sind. Und da wird auch gleich der schöne Track, der uns tief in Erinnerung bleibt, ist hier abgespielt. Hell March, let's fight! Und beide mit den Sowjets unterwegs, habt ihr eben schon gehört. Mirror Match hier zwischen Nomarino und den Alucard. Der Alucard hat sich beim letzten offiziellen Liga-Match, ja, wo ich das live gespielt habe, ja mal probiert mit den Sowjets. Also, let's fight! Wir gucken uns das Match mal an und hier sehen wir links den Alucard in Gelb. Das sieht man auch echt selten. Wirklich echt, echt selten, dass die auf einer Hälfte sind. Und Wampel, danke für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Und hier haben wir den Nomarino in Rot. Normal ist es so, dass einer hier oben ist auf der Hälfte und einer hier unten. Das erste Mal, dass ich das jetzt hier unten in einer Hälfte sehe. Und in der Mitte haben wir übrigens so ein paar Special-Einheiten, die hier komplett eskalieren. Daenerys, danke dir für den Verlauf. Das ist ein Dorf, ne? Kamikaze nennt man das auch. Das ist das Katabob-Bob-Dorf, wer es noch nicht kennt. So, Alucard mit einer V2 am Scouten. Das könnte schon gefährlich werden hier. Gerade hier. Das wird doch ein Autoshot hier gleich. Pass mal auf. Das sehe ich doch jetzt schon hier. Gerade beim Alu. Die Reichweite ist ja da, wenn er da stehen bleibt. Jetzt fährt er ein bisschen hoch. Fährt dran vorbei. Okay, alles klar. Fast entschärft. Lass ihn bloß nicht stehen da oben. Drei Schüsse, dann ist er am Lauf. Gelb. Da gibt es eine gelbe Karte hier. Allerdings, da wir außerhalb der Liga als Challenge hier spielen, hat das keine Relevanz. Hier sehen wir beim Alucard hier schon eine 2-Raff-Strategie. Ist bei der Map auch durchaus zu empfehlen, weil die Erzfelder relativ weit auseinanderhängen. Also es gibt so wenige größere Felder. Hier haben wir mal so eins. Könnte man auch schon zwei hinpushen. Problem: die sind halt sehr, sehr schnell abgefarmt. Daher lieber eine Raff pro Feld. Auch hier beim Nomarino sehen wir ja schon eine 2-Raff-Strategie. Und ja, das ist jetzt mal was anderes, ne? Als Moderator jetzt mal wieder zu spielen. Und hier sehen wir die Waffenfabrik hier beim Nomarino. Kann mir vorstellen, dass er sehr schnell auf den nächsten Bauhof gleich geht. Aber auch Alucard mit einer Waffenfabrik hat er schon ausstehen. Auch zusätzlich ein Kraftwerk gebaut. Das ging denen nämlich beide in die Saft alle. Wobei der Alu hier schon ein größeres Kraftwerk stehen hat. Und Leute, das Thema mit der Brücke, das hat sich schon erledigt. Katas beste, wirklich beste Map. Also Lieblingsmap, weil die einfach nochmal durchaus für spannende Momente auf dieser Brücke hier gesorgt hat. Das ist nämlich eigentlich unter Kultur, das ist ein Kulturerbe, offiziell von UNESCO, die Cutter Bridge. Nur, sie wurde schon zerstört und ich kann mir vorstellen, dass das hier durch diesen Doppeldecker hier von unserem schweren Panzer kam, vom Aluka. Ah, hier sehen wir auch schon das Rapfeld. Zweiter Bauhof dürfte relativ fix hier beim Nomarino rauskommen. Ich denke mal allerdings beim Alu auch. Und, na meine Lieben, ich hoffe, ihr habt einen schönen Donnerstag gehabt. Vielleicht kurz vor Wochenendstimmung. Wir sind's. Ja? Meine Frau und ich. Ich guck dir auch wieder bestimmt zu und spielt eine Runde Raft. So, was macht der Alu? Der läuft hier und fährt, beziehungsweise fährt hier richtig jeden Quadratzentimeter in der Base hier beim Nomarino ab. Und der Marino hat überall schon so ein paar Einheiten hier verstreut hier vorne. Ich meine, er hat dann noch zwei andere. Ah, ne, hier oben hat er nochmal den Schützen.
Da kam auch der Bauhof raus. Mal sehen, ob der Numerino das überhaupt so eine Ahnung hat, dass der Alu da auf der linken Seite ist. Ich denke nicht. Kann auch sein, wenn die sich jetzt hier oben getroffen hätten, dass Numerino vor Schreck den Bauhof zurückgezogen hätte. Aber wie kannst du vermuten? Wir haben insgesamt jetzt noch 5 Minuten Cooldown. Und moin, Chris. Na, mein Lieber. Nochmal gute Besserung an dich. Jetzt gehen wir nochmal oben bei Alu schauen. Da hat er sehr schöne Tesla. Gerade beim Übergang sehr effektiv. Ja, hätte er sogar noch eine zweite Locker aufbauen. Dann kann er sich hier einiges abhalten. Problem expandieren ist hier keine gute Idee. Da hat er schon richtig gemacht, dass er hier nach oben nach links expandiert ist. Und sucht auch noch weiter. Moin, Gray. Schön, dich zu sehen. Und Tag, meine Lieben. Hi, ihr liebe TikToker, liebe YouTuber, liebe Twitcher. Schön, dass ihr wieder dabei seid heute im Liga-Stream hier. Heute mal mit mir, mit dem Cutter. Welch seltener Spaß. Ich hoffe, ihr kennt mich noch. Also, das ist echt hart, ne? Also, ich finde, diese Positions... Also diese Positionsvergabe, die beiden jetzt hier hatten, das ist total ungewöhnlich. Ja, nur mal jetzt mit dem nächsten Bauhof. Und mit dem anderen ist er auch schon unterwegs. Ja, danke dir, Gray. Ja, mich hört ihr wieder öfter, also macht doch keine Gedanken. Das war jetzt eine Woche. Ich hatte ein bisschen Probleme. Was heißt Probleme? Ich habe die Sanierung von meinem Junior gemacht. Und hier, oh. 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 Ja, da war Alu sein Panzer mal eben kurz in Luft aufgelöst. Ja, vermaledeit, ne? Ja, ich habe tatsächlich eine Woche mal hier Renovierung gemacht und da konnte ich mal nicht. Und ich bin dankbar da nochmal an den Nummer, dass er 2 Streamabende übernommen hat hier. Beziehungsweise den einen, das ist ja sein Regeltag, der am Montag. Und den Sonntag hat er von mir übernommen. Aber in naher Zukunft seht ihr ja wieder mehr von mir, meine Lieben. Und ich hoffe... Wie gesagt, ihr habt eine schöne Woche bisher gehabt und jetzt wird's interessant. Der Alu hat hier oben nämlich weiter. Sag mal, der hatte doch schon einen nach unten gefahren. Mit dem ist er nochmal nach oben gefahren, hat sich hinpositioniert und da ist der nächste noch. Also der grindet ganz schön nach vorn, aber auch Alu muss sich hier ein bisschen auf Ärger gefasst machen. Denn Numerino hat sich hier schön vorgebaut und kommt hier schon mit vielen, vielen Panzern. Noch 2,5 Minuten Cooldown. Und Numerino steht hier nicht gut. Weiß nicht, ob die sich hier beschicken wollen gegenseitig. Ja, da haben wir den Bobby. Ey, Bobby, guter Kumpel. Ja, oh, sorry. Das war's mit dir. Oh, weird. Bauhof knutschen. Ayo, jetzt gehen sie getrennte Wege. Pass mal auf, du. War bestimmt geplant. Was haben die da vor? Guck mal, links, rechts. Moin, Knochenhosentyp. Ich lese das mal nicht vor, was du gerade geschrieben hast, aber hi, schön, dich zu sehen. Alucard zieht sich zurück. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Also, es wäre ein schöner Fight da oben geworden. Hier unten hat Alucard ordentlich verstärkt. Hier der Numerino noch nicht weiterhin. Er fährt jetzt mit einer großen Panzerdivision nach rechts. Kann auch sein, dass er sich jetzt rechts ein bisschen festsetzt, weil er schon den Alu gesehen hat hier. Ja, mit seinem Bauhof. Wo fährt der denn hin, bitte? Der grüß Gott. Was ist denn da los? Wohin denn ist in Weges? Ja, zum bösen Wolf. Ja, da bist du genau auf dem richtigen Weg. Oh, eine Minute Cooldown noch, meine Lieben. Dann knallt's hier im Gefecht. Und aktuell, wir gucken uns mal die Basen an. Wir haben eine Minute jetzt noch Zeit. Also Numerino hat sich ja links weiter positioniert. Hier rechts unten ist ja seine Hauptbase. Die hat er zuerst hier hochgezogen. Dann ist er hier rüber gewichen. Als drittes hat er dann hier oben rechts die Basis hier aufgebaut. Der Alu mittlerweile mit 5 Frontbasen. Einmal seine Ursprungsbase. Dann ist er hier hochgegangen. Dann hat er sich hierhin positioniert mit 2 Raffs. Und hier auch nochmal mit der Raff. Und selten erlebe ich, dass der Alu so liquide ist. Der ist richtig liquide.
Und hier hat der mal eine Kaserne hingebaut. Ja, aber in 15 Sekunden darf nur Marino da einfach mal den Sack zumachen. Oh, oh, oh. Na, meine lieben TikTok-Haie, Itzel Tacho, mein vollen Hawk. Moin, Foxy. Moin, schön euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Und jetzt kann's hier losgehen. Der Cooldown ist um. Der Bauhof eingeschlossen. Und der Bauernhof ist jetzt weg. Direkt. Oder die Ketten gefahren, wollte ich gerade sagen. Nein. Wird einfach locker mal abgeschossen. Hier eine schöne Tesla-Spule. Wie geil. Da kommt einfach ein Tesla-Trooper raus. Und Alu baut noch weiter Kasernen. Ja, der will den Numarino hier von hinten aufmischen. Ganz schön geschickt. Aber Numarino kommt da mit seinem Schwärmpanzer, das mitbekommen jetzt. Und nimmt den Alu jetzt hier raus auf der rechten Seite. Und überall legt der Alu jetzt los. Auch hier oben. Sehr strategisch gut gemacht. Hier mit den V2 auf die Distanz. Kann er hier die Testerspur locker easy rausnehmen. Und Marino hat das schon gesehen. Hat auf den Rap-Button gedrückt. Und auch er kommt mit nach V2. Hier aktuell aber V2-Vorteil von Alu. Dafür Distance Control hier auf einem Marino seine Seite. Weil von oben schießt man bekanntermaßen besser nach oben und noch weiter. Und jetzt kriegt nur Marino hier leichte Probleme. Er macht sich allerdings hier in der Mitte auf dem Weg zum Alu-Kart. Jetzt muss nur Marino aber den Sack hier zuhalten. Die sollte er mal nach oben nehmen. Jo, ist auf dem Weg. Aber Alucard stolziert hier schon ein. Unser next one. Ja, nächstes Gefecht hier in der Mitte. Alu und Numarino. Aber Numarino macht nichts. Er ist hier gerade konzentriert. Dürfte aber hier die Stellung verlieren. Was macht der Numarino? Der hat ein Ziel. Ja, einmal hier oben. Einmal überall. Aber noch nicht aktiv. Doch, jetzt hier oben. Passiver Angriff jetzt hier. Und mit denen fährt er gerade im Fokus hier unten hin. Ja, will von hinten angreifen. Mal sehen, ob Alu das merkt. Könnt die nämlich abfangen. Hier oben steht er nämlich jetzt unter Feuer. Die Base vom Numarino ist weg. Keine Chance. Absolut keine Chance hier. Und hier oben dürfte Numarino jetzt auch gleich das Licht am Ende des Tunnels sehen. Hier dürfte er eventuell, wenn Numarino sich bis zurückhält, die Erfolg haben. Aber Alu hat das auch schon gesehen. Und macht sich sogar durch die Mitte auf den Weg zur MBF-Jagd. Ja, der ist wohl besser gefettet. Der fährt schneller auf seinen Rädern. Als die Gleisketten hier. Wobei, V2 fährt ja auf Rädern. Bekanntermaßen. Ich glaube, ja, ne? V2 war nur auf Rädern, ne? War kein Misch, ne? Ja, nur auf Rädern. Numarino agiert in der Mitte auch nochmal. Er hat das schon gesehen, dass da so ein paar Basen frei sind. Kriegt aber gleichzeitig hier von Aluan eingeschenkt. Oh, oh, oh. Da muss sich der warm anziehen, der Numarino hier. Denn auch oben kommt hier der Alu-Kart. Also der hat hier ganz klar die Hosen an, der Alu. Ah, ich will Numarino noch nicht abschreiben. Noch nicht ganz. Wobei, hier hat Alu schon wieder genug nachproduziert. Also die Basen kann er locker halten. Hier unten rechts ist Numarino weg. Rettet hier nochmal ganz schnell seine Sammler. Mal sehen, ob er das hier oben gehalten bekommt. Durch die Tesla-Troops hat er einen Vorteil. Er muss jetzt nur noch genug Panzer bauen. Aber was macht er? Er zieht jetzt seine Panzer erstmal zurück. Das ist ein guter Move. Um erstmal Zeit zu schinden. Er muss nur die Eingänge hier dicht halten. Problem, eine Division von Panzern ist schon durch. Und
Der versucht aber die Tesla-Trooper noch hier ein bisschen zu entlasten. Da kommen auch die schweren Panzer nochmal nach. Ein wildes Nomarino. Ist jetzt erstmal Schach gesetzt. Nein, noch nicht. Bauhof ist noch weitergefahren. Da kommt der zweite Bauhof. Nomarino konnte die Base halten. Und wenn er die Übergänge dicht hält, hat er hier nochmal ein bisschen Ressourcen, um ein bisschen was zu reißen. Er hat auch noch zwei Bauhöfe. Das ist vom Vorteil. Und er geht jetzt auch nach unten, um den Übergang hier dicht zu halten. Aber der Alu kommt von rechts. Hat die meisten Einheiten allerdings verloren. Achtet mal darauf hin, er hat sehr, sehr viele verloren. Oh, ein Springerspiel wurde heute beantragt. Teilt mir Schlag im Nacken mit. Dann hätten wir sogar 6 Spiele heute, meine Lieben. Ah, wenn euch das gefällt, lasst mal einen Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid, sonst lasst ich das ausfallen. Nein, was für eine Erpressung, ne? Ah, Katar ist fies, ich weiß. Aber Alu, ja, links hat er auch schon einiges produziert. Fährt auch schon ein bisschen weiter vor. Und Marino hat noch so ein bisschen Pathfinding-Probleme. Das könnte jetzt Gefängnis werden. Ah, oh, moin. Arisorius, schön dich zu sehen. Oh, hi, übrigens, Jurise. Moin, Nightmare. Und jetzt, ja, Fehler von Nomarino hat die Fronten hier geöffnet. Und dadurch kein Problem für Alu, jetzt hier einfach reinzustolzieren. So viel ist da nicht mehr an Verteidigung. Moin, Yannick. Oh, oh, oh. Und Alu, was macht er? Er steht einfach nur rum. Er macht nichts. Könnte wieder für Nomarino die Möglichkeit sein, hier ein bisschen was zu halten. Auch doch, jetzt reagiert Alu. Fährt von oben rein hier. Und das nicht mit wenig Einheiten. Und unten kommt er jetzt auch mit ein paar durch. Unten ist erstmal nur eine Teilzeitbeschäftigung. Denn hier oben geht es hier in Vollzeit los mit Alu. Die Sozialversicherung hat er hier hinten noch stehen lassen. Oh, er kassiert hier wieder echt derbe ein, hier der Alucard. Ja, mit den wenigen Einheiten, ne? Nur mit den Tesla-Troopern hält er hier schon fast 2 Angriffe durch. Da sagt mir einer nicht, dass die nicht effektiv sind. So, nur noch ein Bauhof. Nur noch ein Bauhof hier. Geld kommt rein. Waffenfabrik fehlt. Problem. Und Alu kommt mit Verstärkung. Das ist ja immer noch keine... Doch, da hat er eine Waffenfabrik. Ich wollte gerade sagen. Hat er keine Waffenfabrik vorne? Weil wohl permanent Panzer vor ganz hinten fahren. Ja, auch hier unten. Und der Marino hat aller Zeit der Welt. Er hat doch Ressourcen hier oben. Also so ist es nicht, ne? Er könnte hier richtig dicht halten. Guck mal, hier brauchen wir nur die Tesla-Fupa hinschicken. Könnte locker nicht blockieren, die Angriffe. Oh, 9. Monat. Danke für den Resub, Martin. Willkommen hier beim Verrücken. Bei Kara. Und Katastrophe LP, moin die Defi. Oh. Und wir warten mal ab, ob nur Marino das hinbekommt. Er steht stabil, hat wieder genug Ressourcen. Guckt euch das mal an. Der hat wieder beste Chance. Ich weiß nicht, was der Alucard da macht. Ah, guck mal, er geht jetzt auf Mix. Ah, Mix Festival hier. Beim Alu, anscheinend. Ja, hoffentlich nicht mit Biogas getankt. Das war da ein Problem. Ich stürze noch auf halbem Wege ab. Oh, smooth. Dun, 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 dun. Meine allgemeine Umfrage. Oh nein, der Hype Train kommt. Danke dir für den Sub, die Defi. Der verschluckt sich gleich wieder, der Hype Train. Füße hoch. Der Hype Train ist in einem Marsch.
Süß, keine Luftverteidigung. In 30 Etappen kann er schaffen. So, meine Lieben, du hast der Hype Train wieder. Danke für den Support an die Twitch-Zuschauer. Besten Dank. Und aktuell sieht's aus, Alucard ist aus meiner Sicht ein bisschen zu langsam unterwegs. Hat eine gute Option jetzt eröffnet mit dem Bau der Mix. Kann über Luft jetzt angreifen. Und da ist keine Luftverteidigung. Nur Marino, er hat jetzt wieder zwei Waffenfabriken stehen. Ich hoffe, er baut noch mal einen Bauhof. Problem, die Kohlen. Ah, zwar jetzt genug Sammler. Und, oh, er hat tatsächlich Rockets sehr geschickt verteilt. Richtig gut. Oh, moin, Yannick. Nochmal. The Yannick müssen wir mal. Wir müssen unterscheiden zwischen Yannick und The Yannick. Wir haben zwei Yannicks hier, meine Lieben. Also, wundert euch nicht, wenn ich euren Namen doppelt gesagt habe. Ja, er steht gut, der Nomad. Mit wirklich wenig. Und Alucard ohne Kohle. Und das bei der Ausgangslage. Ob wir bald auch mal die goldene Himbeere verteilen? Moin, Lucky. Ja, er chillt sein Leben hier gerade vor der Base, der Alu. Kommt jetzt hier nochmal mit einem Mech von oben. Ah, Schicki. Ja, meine Lieben. Also, Katastrophe LP steht hier nicht nur für Spielspaßspannung, sondern für RTS-Games bis zum Umfallen, meine Lieben. Und jetzt geht nur Marino auf Attacke. Wenn der sogar noch einen Bauhof hat, könnte er rein theoretisch hier sogar expandieren. Denn verschwindend gering ist der Alucard hier unterwegs auf der Map. Ja, mein lieber Lurch, das war hier nicht das GG. Das will ich hier noch gar nicht sagen. Der Marino kämpft sich hier nämlich zurück. Problem aktuell. Micromanagement mit den Panzern. Vorteil nur Marino, aber warten wir mal ab. Die Schützen könnten vielleicht noch was reißen. Er fährt nämlich nicht rüber, der Alu. Ja, und ja, die MiG fliegt hier. Hier fehlen noch so ein paar Rockets. Problem, keine Kohlen. Beide nicht. Mein Gott, ey. Was ist da los? Also, was würde unser Zwegert sagen, ne? Keine Kohle. So, also, was ist mit den Kohlen? Ja, das interessiert. Richtig, was denn jetzt mit den Kohlen hier? Mein Gott. Lieber Alu. Regiert die Map. Aber keine Kohlen. Und Novarino kämpft sich zurück. Aber seine Kohlen gehen hier langsam alle. Und meine Lieben, am Freitag sind wir nicht live. Nein, noch nicht. Hin und wieder mal wird es ein Special Event geben, ja. Das Bootcamp wird an einem Freitag stattfinden in Zukunft, ja. Und auch die 7 Days to Die Special Events werden an einem Freitag stattfinden. Für die, die es noch nicht wissen, wer Lust hat, an einem Special Event zu 7 Days to Die teilzunehmen, kann sich gerne bei mir melden. Wir haben gerade die Testphase. Ich würde mich freuen über ein paar Teilnehmer. Und Nomarino geht auf Konfrontation und hätte sogar die besten Chancen. Das reicht hier aus. Er muss so die Flammturm da oben ein bisschen aufpassen. Ja, sie fliegen und sie fliegen. Aber sie werden auch runtergeholt. Und eigentlich könnte er jetzt richtig was rausholen hier, der Nomarino. Und meine Frau stänkert wieder im Chat rum. Ich hätte ihr was nicht gesagt. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Das macht er gut, der Nomarino. Er kämpft sich so langsam wieder zurück. Mal sehen, ob hier noch. Er hat nur einen Bauhof gerade. Genug Verstärkung kommt hier. Kohle hat er auch so ein bisschen. Er hat noch einen Bauhof zum Expandieren. Wäre gut, um noch weitere Ressourcen hier reinzuholen.
Hat sich hier unten aber schon derweil wieder aufgebaut. Das reicht aber nicht aus. Ja, Noma hat's fast geschafft. Kurz vorm Schluss ist er hier gescheitert. Hat allerdings genug Panzer, um nochmal hier rein zu brechen. Und hier rein zu brechen. Und dann haben wir wieder eine gleichmäßige Aufteilung von oben unten. Und er macht tatsächlich... Er geht wieder auf Attacke. Er braucht nur dringend noch einen Bauhof. Ich glaube, er hat hier nirgendwo einen zweiten. Nee, der braucht einen. Lass mich gucken. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Dafür Drop hier oben. Oh, ist ziemlich effektiv. Direkt auf die Waffenfabrik. Und oben macht er sich auch schon wieder auf den Weg, der Numerino. Ganz gemütlich gleich hier beim Alucard rein. Der ahnt hier nichts. Oder doch? Der Sammler ruft um Hilfe. Ja, das war's. Hat Blub gemacht. Gehen wir mal links nach unten. Der Drop. Die Waffenfabrik hat er rausgenommen, der Numerino. Guck mal, er kommt mit gleich Verstärkung. Reicht das, was er da in der Base hat? Jo, das reicht locker. Nur keine Tesla-Troops mehr da. Und jetzt... Oh, ärgerlich, wenn die nacheinander reinkommen. Hätte er vorher sammeln müssen. Ich glaube nicht, dass Noma das hier... Ah, könnte eng werden. Kann er doch schaffen. Ist mehr ein Fokusfeuer drin. Alucard nicht. Aber es bleiben halt nicht viele übrig hier von den Panzern. Und da kommt auch schon wieder Nachschub. Es war ein Versuch, hat er nicht gepackt. Es wundert mich ja so ein bisschen, dass der Noma sich nicht für diese Basis oder für diese... entschieden hat, ihn noch zu Ende zu merzen. Wäre mehr zum Vorteil gekommen, ne? Beide immer so gleich viel Geld unterwegs hier so. Außer um die 500, 600, 700 Euro, Dollar. Nur der Numerino hier deutlich agiler unterwegs. Was beim Alu los ist, weiß ich nicht. Er verlässt sich jetzt hier gerade wieder auf die Mix, baut hier schon wieder erneut Käfen. Produziert hier auch die Mix. Und da oben dürfte Alu wieder einkassieren. Moin Party. Moin Bierparty. Schön euch zu sehen im Stream. Welcome back, ihr Holigen. Oh, der Numerino vernascht hier den Alucard zum Abendbrot hier. Zumindest ist hier oben. Aber vielleicht geht er ja jetzt hier mal rauf. Zwei Basen hier, vor allen Dingen hier unten. Die ist viel interessanter, das ist eine Waffenfabrik. Könnte er zwar schnell auch hier wieder ransetzen. Aber er sollte vielleicht die Frontbasen rausnehmen, dann hat er wieder mehr Chancen. Haben wir denn hier bei Ihnen in der Base hier wieder einen weiteren Bauhof? Nope. Immer noch nicht. Aber auch wieder Geldprobleme ohne Ende. Moin Derpy. Also schönes Spiel. Numerino kämpft sich hier zurück. Unser Moderator kämpft sich. Oder sagen wir so, kämpft um die Ehre. Er kämpft hier richtig um die Ehre. Ah, ich weiß nicht, ob der Alu hier gerade so einen Form tief hat. Ja, und die Tesla. Da muss er von unten kommen. Hier durch die Mitte hier und hier hinten einschenken. Aber er sammelt jetzt. Die Reichweite ist einfach von den Tesla spulen unwahrscheinlich übel, wenn sie von unten nach oben schießen. Daher habt ihr eine Position, die unten gelegen ist, habt ihr immer mit der Tesla-Spule einen Vorteil. Um drei Blöcke, glaube ich. Wenn mich das nicht so richtig täuscht. Und Numerino. Kann sein, dass er das vielleicht auch gerade so im Kopf hat. Nee, er fällt nach rechts unten.
Da steht noch eine. Nein, ich glaube das nicht. Da steht noch eine Tesla. Ei Gott. Na, grüß Gott, was machst du denn hier? Oh, 7 Mix. 7 Mix. Oh, die knallen rein. Mal sehen, auf welchen Flugkurs. Korrigierte Flugroute. Da der Drop hinten. Hier. Und auf die Waffenfabrik. Und schön. Jo, alle erstmal wieder abschießen. Oh, der fliegt doch mal durch. Oh nein. Aber Noma hat ein Problem. Das nennt sich Geld. Aber er nimmt die Frontbasis hier von Alucard hier direkt raus. Moin, Manaxus. Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's gut. Und Nomarino. Ja, jetzt nochmal aufs Kraftwerk. Dann lass die Frontbase zumindest richtig raus. Nicht wieder stehen lassen. Aber er geht auf die Panzer. Und jetzt erst auf das Kraftwerk. Und meine Lieben, soll ich euch mal was verraten? Wir haben mal eben 50 Follower innerhalb von einem Tag auf YouTube dazu gewonnen. Meine Lieben, ihr eskaliert ja völlig. Also YouTube, wir haben unsere 2000 geknackt. Danke, meine Lieben, dass ihr Katastrophe LP so tatkräftig hier unterstützt und unserem Projekt weiter hier unterstützt und auch für die zukünftigen, die dazukommen. Es freut uns total und ihr hilft uns ungemein. Und das war der Bauhof vom Numarino, gerade gebaut. Instant weg. Wie geil ist das denn? Hat er gut gemerkt, der Alu. Ja. Neben Arbeit gleich den Stream gucken. Beste Grüße an diejenigen heraus. Das sind ja einige, die gerade arbeiten müssen. Ruhige Schicht, ruhigen Dienst. Was auch immer ihr gerade macht. Lasst euch berieseln und guckt euch das an. Der Numarino. Ja. Die einsamen 5. Problem, das sind die eisernen 7. Und die fliegen nämlich geschwind hier über den Horizont in Richtung Numarino. Die fly so high. Und worauf? Auf dem Bauhof, auf dem Bauhof. Das war der letzte. Das war der letzte Bauhof. Er hatte 2. Er hatte einen nachgebaut, um zu expandieren. Ich frag mich, warum Numarino hierhin geflogen ist. Hier unten. Hingeflogen, beziehungsweise hingefahren mit dem Bauhof. Ich hätte gedacht, er geht hier hin. Hier, mega. Vor allen Dingen war das doch gar nicht gescoutet hier von dem Alucard. Er kommt im Übrigen jetzt hier mit weiteren 5 schweren Panzern. Ja, den Bauhof kann er noch bauen. Ja, aber er hat keinen weiteren Bauhof, meine Lieben. Und er hat auch keine Kohle, um einen weiteren Bauhof zu bauen. Das ist genau der Moment, wo nämlich der Alu jetzt Gas geben muss. Und das macht er auch. Er fliegt hier wieder schön mit dem Mix. Und da ist gerade der Bauhof raus. Da ist er gerade raus und hat aber wieder einen Bauhof verloren. Und Kohle kommt einfach nicht rein. Und hier unten versucht nun mal noch die Base rausholen. Nur die Panzer sollte er am besten sichern, nach Hause bringen. Noch 26 Minuten Spielzeit, meine Lieben. Und der Noma bleibt diesmal aber dran. Aber das wird er nicht mehr hinkriegen. Oh moin, Saftspalte. Ja, schön. Ich freue mich, wie gesagt, wir insgesamt, nicht nur ich, auch mein Team, das freut sich total über den Support, den wir in den letzten Tagen so extrem auch nicht nur bei Twitch, bei TikTok bekommen haben, sondern über YouTube. Gerade geht das steil bergauf. Und das freut uns. Das, was wir hier machen, so gut ankommt bei euch. Und ich hoffe, da kommt auch noch mehr für euch noch. Könnt ihr von stark von ausgehen. Und der Numarino, ja, mal eben kurz den Bauhof gebaut. 2 Stück hat er jetzt stehen. Positioniert die wieder um. Problem, Kohle. Das nennt sich Geld hier beim Numarino. Moin, Philipp, mein Lieber. Schön, dich zu sehen. Und Zed, danke dir für den Follow. Da kommt schon wieder die Mix. Ein korrigierter Flugroute. Mal erstes Match des heutigen Abends und die beiden machen das schon wieder richtig spannend hier. Ja, die fliegen hier wieder voll ins Verderben. Er versucht jetzt mehrfach hier zu korrigieren, aber clever gemacht. Die Bauhöfe einfach rechts positioniert.
Naja, gutes Auge hier von nur Marino. Da kommt sie schlecht an. Die Mix. Anno Marino hat eigentlich nur noch dieses lausige Erzfeld. Mehr ist aktuell nicht da. Denn hier kann er noch nicht annocken. Problem Alucard im Weg. Den muss er erstmal beiseite schaufeln. Aber wie willst du das machen? Jetzt hat er hier zwar wieder 8000 auf dem Konto. Nur er muss den Alucard hier wegjagen. Dann kann er hier nämlich sehr schnell farmen. Und aktuell ist es so, dass er mit dem Sammler auch gut durchkommt. Ja, Alu hat das noch nicht auf die Sammler abgesehen. Aber jetzt. Jetzt geht er auf die Sammler. Oh, oh, oh. Direkt drauf. Das geht richtig krass ins Geld. Für den lieben Numarino. Ja, meine Lieben, wenn ihr tatsächlich mitspielen wollt bei uns hier in der Liga, ihr seid herzlich willkommen. Von Anfänger bis zum Profi. Von Gelb bis Blau. Völlig Wumpe. Von Australien bis zur Antarktis. Ihr dürft gerne hier bei uns mitspielen. Einfach bei uns auf Discord-Server kommen. Mehr Infos findet ihr auf meiner Website. Und Numarino, versucht hier nochmal mit den Schützen. Und Alucard fliegt weiterhin mit den Mix. Also der geht echt. Der Biotreibstoff, ne? Hält doch länger als erwartet. Aber der hat aber schon ein paar versenkt, muss ich sagen. Und ja, Alucard jetzt gemütlich angehen. Denn Numarino kommt hier nicht mehr an die Kohlen richtig ran. Er ist einfach pleite mal ebenso, ne? Null Zinsen auf dem Konto. Kommen Sie zur Numarino Bank. Wir wirtschaften gut mit Ihr Geld. Oh, 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 oh. Und jetzt der Alu hier rein bei Numarino. Aber auch so ziemlich unkoordiniert. Kannst du gleich mit Tomaten werfen. Hat denselben Effekt. Ja, Alu hat sich ein bisschen verfahren. Das ist unglaublich. Jetzt kommt er von unten nochmal. Oh. Ja, kann sein, dass Numarino vielleicht gleich verkauft. Noch. Er hat vorhin schon mit den Tesla-Troopern hier einiges gerissen. Aber er kommt nicht. Er kommt einfach nicht an Geld ran. Er geht jetzt auf Strom wegen den Tesla. Kein Strom. Oh, da kommen die Wicks wieder richtig geflogen. Nimmt sich jetzt den letzten Bau. Ne, vorletzten Bau. Der eine steht noch. Ah, das ist ein massiver Schaden hier beim Alu. Es sind noch genug Sammler übrig. Bau haben wir auch noch. Numarino hat noch Chancen, weiterhin das Match zu halten. Absolut möglich. Er hat wieder genug Einheiten produziert. Ja, nämlich bei Numarino, weil er immer wieder Strom hat. Ich denke mal, der hat so Nahpendels oben auf dem Pott. Wo Numarino verkauft. Ohne Marino verkauft. Ohne Marino verkauft. Was ist da los? Gibt sich geschlagen? Einzig. Die eine Raffinerie lässt er. Oder macht er jetzt ein All-In? Er macht ein All-In. Pass mal auf. Also, lieber Noma, geht zum Fire Sale über und All-In. Mal sehen, wie weit er mit dieser roten Front kommt. Dann, gar nicht. Durch die Enge lässt sich das leicht überfahren. Das ist hart. Und Alu bauen nochmal direkt mit Base hier vorne.
Der letzte Move des Numerinos. Möge die Macht mit ihm sein. Und die Mix auch. Aber mit dem Mix hatte Alu nicht so viel Erfolg gehabt heute. Aber Numerino bleibt noch. Guckt euch mal bitte das Feld unten links an hier. Alter, der hat schon 10 Stück, ne? Aber Numerino hat ganz clever die Rockets gelegt. Er hat hier gut positioniert, die Rockets, und hat hier viele, viele Mix rausgenommen. Hat hier auch den Alu gerade richtig Geld gekostet. Nee, Bodentruppenlimit ist noch lange nicht erreicht. War auch eben noch nicht. Also da gibt's noch viel mehr. Gerade bei unseren Maps haben wir das ein bisschen angehoben. So weit wie möglich. Da kommen jetzt auch nochmal die Tesla-Panzer. Versuch von Alu, Numerino weiterhin nicht aufzuhalten. Oh moin, Austria. Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Eieiei. Liebe Leute, das eskaliert ja völlig hier bei YouTube, sehe ich gerade. Schon wieder 4 neue. Was ist denn los mit euch heute? Der Noma freut sich total darüber, dass wir bei YouTube mittlerweile so viel Support bekommen. Weil er mit dem HD unwahrscheinlich, beide mir unwahrscheinlich helfen bei YouTube, den ganzen Content zu verarbeiten, den wir euch so bieten. Das ist auch schön, dass man den Numerino auch mal hier spielen sieht. Ja, und er versucht nochmal. Ja, der hat hier noch eine Tesla, leider keinen Strom. Guck mal, da ist der einsame Sammler. Und er lässt dich locker. Er lässt dich locker, der Numerino. Er will mit Ehre in die Versenkung. Die letzten. Und da haben wir noch den Sammler hier oben. The last one. Die letzte Einheit. Und dann haben wir das erste Match des heutigen Abends. Erledigt, meine Lieben. Da kommt noch ein paar Matches. Das wird noch richtig spannend hier. Das erste Match, Noma Alu. Lässt sich sehen. Bin mal gespannt, was der Noma gleich sagt. Hat sich dafür, dass er länger schon wieder nicht gespielt hat, gut geschlagen. Ich denke mal, so viel taktische Analysen mittlerweile gemacht. Er kriegt's hin, ich nicht. Oh nein, das Match ist vorbei. Ich würde mal behaupten, das ist das Chichi für den Alucard. Und ja, ich schalte mich mal ein bei den beiden. Na, meine beiden Hübschen. Na, du Hübscher. Hallo. Ja, Chichi, Alu. Ja, danke. Ja. Ja, was war denn, was war da los bei dir, Alu? Also ich meine, du hattest die Katze ja schon relativ früh im Sack und dann hast du den Numerino da wieder ausbüchsen lassen. Also das war ja mal wohl taktisch entweder clever gespielt von Noma oder und gleichzeitig taktisch von dir gespielt. Oder es war wieder das Geld. Das Geld war irgendwann auch weg, weil irgendwo fehlten mir auf einmal 10 Sammler. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Ich hab mich so, ja, ne? Naja, mein großes Bier war aber auch die Sammler, die ich von ganz oben links nach ganz unten geschickt habe. Die Idioten sind wieder nach oben gefahren. Ich so, nein! Dadurch gab es ein bisschen Geldknappheit. Guck mal her, unser Herzog Truffe sagt auch schon, unser Zwickert Alu hat gewonnen. Ja. Ja. Mir fehlt noch der Einspieler für den Zwickert, weil. Den Buddy haben wir ja, ne? So, also, was ist mit der Kohlen? Ja, also, das interessiert. Genau, was mit den Kohlen, das haben wir ja. Aber der Zwegart fehlt für den Alu noch. Darum kümmere ich mich die nächsten Tage mal. Schicke auch den Numerino das mal zu, dass wir, wenn wir den Zwegart wieder haben, dann können wir den mal einspielen. So, aber schönes Match. Was meinst du? Wie war es bei dir jetzt so, Numerino, so nach langem mal wieder zu spielen? Oh, ungewohnt, ne? Und dann direkt so wie jetzt, ne? Ich hab gedacht, komm, wenn schon, denn schon. Aber ja, man merkt, klar, du bist voll raus, wenn du so lange nicht spielst, ne? Auch wenn du jetzt viele Spiele guckst oder so, das ist was völlig anderes, ne? Als selber zu spielen. Ich habe versucht, ein paar Sachen umzusetzen. Ein paar Sachen haben semi geklappt.
ein paar Sachen ganz gut. Und ja, Alu hat mich entkommen lassen, das war ganz schön. Ich hab schon gesagt, so viel verlehrt hast du aber nicht. Ich habe gerade was anderes verstanden, aber ich wiederhole nicht, was ich jetzt verstanden habe. Nicht vor 22 Uhr. Ja. Aber schickes Spiel, auch schön, dich wieder spielen gesehen zu haben. Beim Alu, den sehen wir ja öfter ja schon, der ist aber wieder in der dritten Liga vertreten. Und moin, Juppie, danke für den Follow. Und Barney, Thorsten, Tobias und Steve, auch danke euch für die Follows auf TikTok. Und auch den Rest an den YouTubern. Danke für den epischen Support. Und Marino, wir sind bei 2050 jetzt mittlerweile schon. Ja, läuft gerade, ist schön, ist super, was? Freut mich. Der ja, Support ist echt geil. Das ist schon wahnsinniger Support gerade hier, den wir bei YouTube gerade extrem überleben. Auch bei Twitch jetzt heute wieder ordentlich wieder welche dabei, die dabei sein wollen. Mhm. Freut uns total. Richtig, aber wir müssen die Twitcher jetzt mal wieder nachlegen, weil jetzt läuft YouTube denen gerade so ein bisschen den Rang ab. Oh ja, ich befürchte, dass YouTube tatsächlich Twitch bald den Rang abläuft, wenn das so weitergeht. Ja. Twitcher, gib Gas. Ja, so. Ihr habt's gehört. Ich würde nochmal sagen, Chi-Chi an den Alu. Dankeschön, Alu. Schönes Spiel.